Die Menschen haben Angst, nachts auf die Straße zu gehen. Die Regierung weiß nicht, was sie tun soll. Hier geht Schreckliches vor sich. Das Geld ist immer weniger wert. Erkennen Sie diesen Mann? Sieht er das mal an. Überall herrschen Brutalität und Gewalt. Erkennen Sie das, Mädchen? Trotzdem leben die Menschen, als hätte sich nichts geändert. Geht zur Hölle. Und vielleicht ist es so. Was denkst du denn, wo wir sind? In dem neuen Film von Ingmar Bergman, Das Schlangenhai. David Carradine ist Abel Rosenberg, der Verlorene. Aus Liebe mach ich es schon, du kriegst mein süßes Bonbon. Ganz ohne Liv Ullmann ist Manuela, die Einsame. Ich arbeite in einem Hurenhaus vormittags. Zusammen geraten sie in eine Falle, in einer Welt des Misstrauens und der Furcht. Übrigens, eins hätte ich beinahe vergessen. Das gesamte Material ist streng vertraulich. Jeder fürchtet jeden. Ein dunkles Rätsel drängt auf Lösung. Wir haben auf Sie gewartet. In einer verrückten Welt. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass ich Ihnen nichts erzählen werde. Enthüllt sich ein schreckliches Geheimnis. Irgendwann kannst du das alles jemandem erzählen, aber man wird dir nicht glauben. Ich glaube, dass Ihre Schwägerin in irgendeiner furchtbaren, schlimmen Sache steckt. So, als würden all die furchtbaren Dinge um uns herum sie gar nichts angehen. Wenn du gehen willst, dann geh doch! Liv Ullmann. Wir müssen zusammenhalten, hörst du? David Carradine. Vielleicht fühle ich mich nicht besonders wohl in Ihrer wunderschönen Stadt. Gerd Fröbe. Ich kann vor Angst nicht mehr schlafen. Wollen Sie, dass ich für Sie bete? James Whitmore. Ist es ein besonderes Gebet? Ja. Es ist wie bei einem Schlangenhai. Und Heinz Bennett. Durch die dünne Membran erblickt man das bereits vollkommen ausgebildete Reptil. Das Schlangenhai. Ein Film von Ingmar Bergman.